Gespannt warteten die Medienvertreter vor dem deutschen Mannschaftshotel auf die Ankunft des DHB-Teams. Und dann hieß es: Bad Boys im Anmarsch. 2 Tage vor dem ersten EM-Spiel reiste die Mannschaft am Donnerstagvormittag nach Zagreb. Wir sind nicht allzu lange gereist. Wir sind um 7:45 oder was aus Berlin, aus dem Hotel aufgebrochen und jetzt schon hier. Der Flug ging nur 1,5 Stunden, der Bustransfer auch nur eine halbe. Also da habe ich eine schlimmere Reise miterlebt. Heute Training, morgen werden wir sicher auch nochmal trainieren und dann geht's volle Kraft auf das Spiel am Samstag. Nach Mittagspause und Mannschaftsbesprechung fand sich das Team am Abend in der Halle ein. Zu Beginn der Trainingseinheit dürfte die Presse dabei sein. Die Mannschaft wirkte entspannt, die nötige Ernsthaftigkeit aber ist da. Ich denke, wenn wir konzentriert spielen, können wir jede Mannschaft schlagen, aber wir sollten uns tunlichst daran halten, uns auch zu konzentrieren, sonst können wir auch gegen jede Mannschaft hier verlieren. Ich glaube, wir haben uns in der Vorbereitung sehr gut präsentiert, wir haben Training ganz gut eingespielt und die letzten beiden Spiele gegen Island stimmen uns auch zuversichtlich. Das erste EM-Vorrundenspiel der Bad Boys gegen Montenegro seht ihr am Samstag ab 17:05 Uhr live im ZDF.